Hallo und herzlich willkommen zurück bei Starpoint Gemini 2. Ich würde gerne hier noch die Hämmerer, also die zwei Hämmer hier wegtauschen gegen auch Andromedas, denke ich. Ich lasse mal nur die Gausskanone vorne. Die sollte jetzt eigentlich kaufbar sein, obwohl der Andromeda gar nicht so günstig ist, ne? Der ist also wahrscheinlich auch gar nicht so schlecht. Was haben wir denn hier? Durchschnittlicher Schaden 160. Hier überall mehr. Ich nehme ihn trotzdem mal mit. Ich glaube, das war der mit Shockwave, ne? Und die. Auch Shockwave. Wo ist der Haken? Der hat ein bisschen mehr Range, aber der ist auch ein bisschen teurer. Und der dann ladet recht schnell nach. Ja. Ich glaube, zusammen mit der Gauss wären zwei davon ganz gut. Und den ganzen Rummel hier können wir gleich auch mal wegschaffen. So, ein Andromeda und noch ein Andromeda. Muss ich nur noch mal rausfinden, wie ich die überhaupt abschießen kann. Aber das kommt. Ich denke mal, das wird dann halt auch automatisch sein. Ein Houndsmen sind überall drin. Schön. Ja, dann wollen wir weiter nach Korkyra fliegen. Und haben hier direkt auch Feinde auf dem Radar. Die direkt fröhlich auf uns ballern. Was haben wir denn da? Oh, 15 Crew. Oder was machen wir wohl damit? Da werde ich lange überlegen müssen. So, ich schicke noch mal ein paar rüber, dann haben wir das Ding schon mal. Der schießt aber nicht, nicht schießen, nicht schießen, nicht schießen. Nein. Moment, das war aber jetzt nicht mein einer Schuss. Lass mir viel nachsagen, aber dieser eine Schuss war garantiert nicht so tödlich dafür. Jetzt haut das Ding das an. Ah, da ist es schon, die Kavallerie. Okay, ich glaube, bevor wir jetzt da hier auch noch Leute verschwenden, schieße ich da lieber mit, brauche ein bisschen Erfahrungspunkte zu kriegen, was natürlich auch nicht geklappt hat. Ich habe immer diese hilfsbereiten Polizisten gemessen. So, dann gehe ich nochmal eben auffüllen. Wäre natürlich echt schön gewesen, hier so direkt vor der Station. Da wäre bestimmt ein gutes Sümmchen bei rumgekommen. So. Lizenzen hatten wir gekauft. So, Planet Korkyra. Der müsste eigentlich hier in diesem Ding hier noch liegen. Affirmative. Changing course. Oh. Oder vielleicht hier in diesem Ding, wo Planet Korkyra steht. Na dann haben wir ja ein Ziel. Können wir da schön mal eben hinfliegen. Dieses Mal hat sich ausnahmsweise mal zwischen den Folgen nichts getan. Sonst hatte ich jetzt ja immer das Glück, dass ein kleiner oder beziehungsweise größerer Patch kam. Hier zum Beispiel die Mounted Kamera. Letztes Mal. Und oh, da kann man ihn sogar schon sehen. Mit Ringe können wir da auch meinen. Ich müsste eigentlich nochmal in den Mining-Sektor und da mal eine Runde minen, tatsächlich mit dieser Lizenz dazu. Aber ich glaube, da mache ich keine Folge draus. Aber hier mit dem Schiff macht das bestimmt auch Spaß, wenn man ein bisschen was lagern kann. So, wir sind sofort da, wir sind sofort da. Ich glaube, ich bremse schon mal, oder? Ich habe wieder mal vergessen, wie das funktioniert. Mit dem. Also wie weit man an einen Planeten ran muss, um da landen zu können. Mal gucken, was es hier für schöne Schiffe gibt. Weil die Hydra ja echt schon zufriedenstellend ist bisher. Aber informieren kann man sich ja trotzdem. Ich meine, wir haben eine Garage, da können wir einiges laden. Uiuiui, ui, ui. Die wollen aber viel haben. Schmuggeln tun wir hier nicht. Cyclops, Medusa. Da. Ah, da ist die Hydra, sogar zu kaufen. Was hätte sie gekostet? 9 Mille. Oh. Ja, da hätten wir ein bisschen sparen können. Ist auch schon das größte von den Schiffen. Hier gäbe es vielleicht noch eine Fregatte. Mit Hülle. Ja, hier zu vergleichen ist jetzt natürlich. Warum? Ah, wir haben die noch gar nicht. Wir haben eine andere Hydra. Hydra S.
aus der Taurenallianz. Etwas weniger Hitpoints, dafür aber mehr Cargo und weniger Trooper. Und die kostet auch wesentlich weniger. Okay, da würde ich glaube ich sogar noch tauschen, weil Cargo ist ja hier im Moment erstmal noch nicht so wichtig. Ich meine, den hatten wir zwar schon zweimal voll, den Raum, aber das hätten wir auch verhindern können, indem wir Sachen verkaufen. Also wenn uns die Hydra gefällt, dann sollten wir 9 Mille zusammenkriegen und uns hier eine richtige Hydra kaufen. Beziehungsweise das größere Modell der Hydra. So, ich fliege mal hier hin, kann man auch noch landen. Ist hier direkt eine Station daneben. Ja, sieht so aus. Nicht schlecht. Da gibt es eine Mission zu erledigen. Ups, das war wohl ein bisschen nah dran. Oh. Der kleine Planet, der hätte uns schon nicht wehgetan. Die Wolken sehen nicht schlecht aus. Drehen sich mit uns mit. Gibt einen ganz netten Effekt. Achso, das ist der Planet immer noch. Time to die, ja. Ich fühle mich hier neben dieser Kampfstation, den ganzen Raumschiffen und dem befreundeten Planeten, fühle ich mich echt hier bedroht von dir. Ich weiß nicht, was ich da machen soll. Oh, auf der Battlestation gibt es gar keine Schiffe. Ich dachte, hier könnte man noch mal ein bisschen Schiffshopping machen. Wie sieht sonst aus? Ah genau, den ganzen Rummel noch mal eben abstoßen. Und dann gucken wir doch mal, welcher süße kleine Flieger uns da töten möchte. Hallo, Elias. Wenn du Glück hast, kann ich dein Schiff bohren, bevor die anderen dich erreichen. Hier auf Schilde. Was soll er mal schießen? Ich bin mir sicher, er wird uns mit der Zeit hier sogar ein paar Prozent mal abziehen. Oh, guck mal, er hat sogar schon 55%. Ah, jetzt wird auf ihn geschossen. Also solange wir das Schild nicht ausschalten, hier mit unserem Boarding. Nein, sie töten uns schon wieder. Nicht so nah rankommen, Mann. So funktioniert das doch nie. Sie sich lieber in den Selbstmord immer stürzen, als von uns geändert zu werden. Ich meine, wenigstens das Schiff wird überleben. So, mal schauen, kriege ich hier neue Leute wenigstens? Ja, gerade eben noch genug. Genau, wie sehen die Lizenzen aus? Bessere Preise für Schiffe, warum nicht? Das klingt doch. Könnte praktisch werden. Jetzt muss ich hier glatt nochmal das bisschen Geld ausgeben, hier zu landen. Jetzt würde mich natürlich interessieren, was die Hydra jetzt kostet. Immer noch 9. Habe ich das nicht gekauft? Oder hatte ich das vorher schon gekauft? Lizenzen? Ich kann es auf jeden Fall nicht kaufen, dann hatte ich es vielleicht schon, okay? Gut, dann fliegen wir mal weiter. Hier vielleicht eine Mission machen. Assassination klingt doch noch ein Job für uns. Obwohl das echt weit weg ist. Was haben wir denn noch hier? Maintenance. Ist jetzt nicht so spannend. Ein VIP. Bringen wir den nochmal weg. Vielleicht werden wir dabei angegriffen. Da kommt schon wieder einer. Boah, jetzt reicht's. Was sind das denn für Knilche, ey? Diesmal. Ich will aber nicht zu bohren. Sondern baller die. Das Debus hier noch hin. Schaut mal, was hier noch Angriffe sogar. Mehrere kleine Gegner. Ah, ja, hier nicht alles gehört, Mann. Ich schieße die hier mal eben ab und sammle das. Und dann. Crew 90, Stärke Balance. Das ist schön.
Ich muss eben unsere Fähigkeiten benutzen. Und wir haben auch noch das Schmuggeln erfolgreich beendet. Ich traue mich hier nicht so nah an den Planeten ranzufliegen. Das ist ein bisschen. Hui, das sieht noch nicht schlecht aus, die Kühlkraft. Vielleicht sollten wir da auch mal umrüsten. Um mal ein bisschen was zu gucken. So. Das ist auch eine Hydra vor allem. Eine Hydra, die wir kritisch getroffen haben. Nix hin, da eine von den Andromedas drauf abzuschießen. Glaube wohl. Ja. Ich hab's jetzt mal nicht gesehen, aber die ist geflogen. Aber könnten wir vielleicht nicht so lange den Planeten kämpfen? Ich hab da schlechte Erfahrungen gemacht. So. Ja. Bisschen Unruhe hier. Verhindert. Liegt das jetzt genau? Oh, da sind. Boah. Tja, tut mir leid, aber. Hier fliegt Geld rum. Wenn man es treffen würde, würde hier Geld rumfliegen. Wo ist denn das zweite Stückchen hin? So, jetzt aber. Wo ist der Loot? Wo ist der Loot? Da fliegt er. So, darf ich jetzt fliegen? Ich weiß aber noch eins. Ich habe jetzt keine Lust zu suchen. Drin, obwohl es noch auf dem Schirm. Na egal. So, jetzt komm. Ja. Bevor wir überhaupt nicht mehr hier wegkommen in der heutigen Folge. Taxi-Mission mit einem VIP. Da tauchen oft Gegner auf. Hoffe ich. Und ist noch nicht mal so weit weg. Mit 7000 kommen schon wieder 3. Ich hoffe, die unterbrechen uns jetzt nicht. Wenn wir hier ein bisschen Geschwindigkeit drauflegen. Hier in dem Gebiet ist ziemlich viel Action. Kein Wunder, dass es hier so gute Schiffe gibt. Oh, das sieht ja auch nicht schlecht aus da. Ach, das ist ein T-Gate. Ich dachte, das wäre so ein Unterschiff, ein förmiges Schiff. Unter Tassen. New Region, ja. Oh, wir haben ganz schön viel Illegales an Bord hier. Das wollten wir uns nicht erwischen lassen. Und stopp. Anker, Re-Onion. Mussten die Massen-Die-Guy. Ja. Der darf nicht sterben, Knilch ist bei uns an Bord. Mal eben wieder hier laden. Wie sieht denn aus, unser darf nicht sterben, Junge? Ah, wo finde ich die nochmal? Eieiei. Wir haben ja noch ganz viel. Noch eine Geschäftsfrau. Die Frauen behalten wir. Miss Twin Sunshine sieht gar nicht so weiblich aus. Aber er hier. Rosen sind rot, Credits are grün. Wenn der Passagier nicht umfällt. Der Passagier darf nicht umfällen. So, also sei kein Arschloch. Das ist ja nett. So, wo willst du denn hin, Jung? Mein Jung, wo willst du hin? Ich habe 2... Waypoints. Natürlich ist nicht so. Assassination, okay. Das war das von gerade. Da. Doch, das geht doch. Das ist eine schön kleine Taximission. Da werden wir auf dem Weg bestimmt angegriffen. Hier waren ja schon Feinde eigentlich. Das war echt eine schön kleine hier. Den wir sofort geschafft, können wir noch zur Assassination fliegen. Aber dem VIP wollen wir noch ein bisschen was bieten. Da kommen glatt noch Gegner, bevor wir da sind. Oh, auszahlen. Oder nehmen wir noch mit in den Kampf. Ach, das ist ja hier schon. Das ist ja schon kein Kampf mehr. Da bleibt ja nichts mehr übrig. Da können wir nur versuchen, ein paar Schüsse zu verteilen. Um Erfahrungspunkte abzustauben, würde ich sagen.
Und immerhin, das funktioniert auch ganz gut. Oh, und keine, die lassen auch alle hier schön Geld liegen und keiner sammelt es auf. So, unser Lagerraum ist... Ach nee. Ich hatte ja zwischendurch verkauft, stimmt. So, hier geht aber echt einiges ab. Transferring all available power to engines. Ganz schön viel Action. Nur ohne uns, weil auch ganz schön viele Schiffe. Ein bisschen mal von dem Planeten weg gleich. Dann sollte das gehen. Nee, nicht Planet. Ich glaube, ich muss hier landen. Auf dem Planet wollen wir nicht. Wir wollen auf die Battle Station. Mission complete. 3000 Credits. So, dann fliegen wir mal hier aus der Ecke wieder raus. Neues Ziel. Die andere Hydra kaufen. Wenn es beliebt. Oder ich schaue nachher nochmal. Oben, obwohl, na, da war eigentlich nichts dabei, was so richtig gut war, ne? Ich glaube, es gibt auch noch eine größere Schiffsklasse, oder vertue ich mich da nicht? War es denn nochmal? Wir haben jetzt einen Cruiser. Und ich meine, es gäbe doch noch Dreadnoughts. Genau, ein Battleship, so ein Carrier. Cruiser zählt noch mit. Oh, Cruiser zählt noch mit. Wir haben noch gar nicht so ein großes Schiff. Hm. Wobei ich trotzdem so langsam das Gefühl kriege, ich habe die Beta schon ein bisschen ausgereizt zur Zeit. Also mal abgesehen von den Erkunden der restlichen Welt und versuchen, ein großes Schiff zu kriegen, wiederholt sich es doch langsam ein wenig, glaube ich. Mal die größeren Schiffe entern. So ein schöner Zweikampf. Die kommen mal leider auch selten zustande, weil immer irgendwo was mit rumhängt. Vielleicht ein bisschen in ein weniger belebtes Asteroidengebiet hier mal fliegen und da ein bisschen kämpfen. Weil ich da natürlich das Problem habe, dass ich wahrscheinlich die gekaperten Schiffe einfach auch nicht zur Station kriege. Aber okay, müssen wir mal gucken. Notfalls leben wir halt vom Loot, den habe ich jetzt gar nicht verkauft, ne? Noch alles an Bord. Ist auch schon wieder ganz schön... Oh, Comet Mech, 6000. Ist auch schon wieder ein kleines Sümmchen hier zusammengekommen. Ich glaube, den Fuel könnte ich auch rausschmeißen. Ah, ich behalte mal alles. Bis wir soweit sind. So, Assassination. Da assassinieren wir jetzt auch. Oder ist das da eine Station zum Landen? Oh, das ist eine Station zum Landen. Da können wir dann glatt eins übernehmen. Aber ich versuche mal zwei zu töten. Sind sogar tatsächlich drei Schiffe. Medusa trivial. Sagen wir so, kriegen wir so eine Medusa, dann hätten wir das Schiff auch zusammen. Mal hier sind Kappen. Ah, die eine Schiene ist auf jeden Fall hier. Aua. Die kriegt. Ach, ich vergesse immer, dass ich jetzt hier in alle Richtungen mehr. Die Missiles schießen kann. So, da war jetzt die Ankunft, der den Lila trifft. Die kaputt. Genau. So, was haben wir noch? Wo ist der zweite? Jetzt müsste ich den kleinen, den ich noch schalten. Da kriegen wir einfach hier noch eine Breitseite davon. Oder hätte ich auch einfach... Boah, jetzt verlieren wir auch noch hier Loot. Da haben wir ein bisschen Schmuggelzeug dabei. Das passiert nur mal, wenn man Piraten geht. Ja, ich stelle das doch nur sicher, dass ich das nicht persönlich daran bereichern möchte. Hey, Moment mal, hier ist irgendwas dazugekommen. Die Medusa, die möchte ich gerne entern, da kann ich schon gut anfangen. Den haben wir auch besiegt. Und Level 24. Ich glaubte, oh nein, jetzt kommt schon. Kann ich nicht mal einmal in Ruhe hier
ich die abschießen. Ah, es könnte passen. Die halten noch halb. Außer wir schießen jetzt drauf. Kommt es doch gar nicht mehr. Ist mein Schiff. Yeah. Eine Medusa für uns. Die Ios. Die ist cool. Würde ich sagen. Turret View. Oh, das passt. Bisschen mehr Energie auf die Antriebe. Zieht noch mit. Da schießt schon wieder was auf uns. Warum es nicht auf unsere Medusa schießt, ist mir jetzt egal. Machen wir ein paar Schuss drauf. Wenn sich die Sicherheitskräfte jetzt mal um was Sinnvolles kümmern würden, können wir da ja vielleicht ein bisschen Erfahrungspunkte abkassieren. Na, jetzt müsste dafür mal langsam kaputt gehen. Der ist immer noch auf einem guten Abstand. Der kann gut, ganz gut mithalten hier, die Medusa. Haben wir aber leider keine Erfahrungspunkte für gekriegt. So, Arnsberg. Jetzt bitte andocken. So, für 1,3 Mille könnten wir diese Medusa hier verkaufen. Ich vergleiche die mal eben mit unserem anderen Schiff. Unsere Garage ist aber hier. Compare Myrmidon. Mit der Medusa. Schauen wir mal. 3600, 45, 40. Also so die Stats auf den ersten Blick. Weniger HP. Weniger Truppen. Also ich glaube, die Myrmidon fliegt raus. Was haben wir denn? Die kann gleichzeitig 10. Die war 9, ne? Ja, ist also auch nicht schlechter. Cloaking haben die aber auch beide nicht. Schildgenerator macht... Ja, Cloaking benutze ich, habe ich ja eh so gut wie nie benutzt. Ich glaube, da ist... Ah, da ist die hier noch ein bisschen besser, die Myrmidon. Trotzdem werde ich die jetzt, glaube ich, unser Startschiff mal... Ich glaube, optisch gefällt mir hier diese Medusa auch besser. Obwohl, solange wir noch Platz haben, kann ich die eigentlich mal drin lassen. Überlege ich mir das noch. Ich bin ja so ein kleiner Sammler. So, wie viele Plätze haben wir eigentlich in der Garage? Ich glaube noch zwei jetzt, ne? Kann man das sehen? Hier nicht. Wo dann? Naja. Auf jeden Fall müssen wir ein bisschen was an den Finanzen tun. Diesen Monat machen wir gar nicht so viel Plus, weil wir viel ausgegeben haben. Aber ich würde sagen, der Flug war recht erfolgreich. Für diese Folge verabschiede ich mich. Und ja, wir sehen uns vielleicht nächstes Mal wieder. Bis dann, euer Schumbock.